Apple hat es endlich getan, das MacBook Pro 16 Zoll. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es jetzt endlich verfügbar ist. Wir haben uns so viel darüber ausgetauscht, wann wird es endlich kommen. Und ja, ganz ohne großes Tamtam war es auf einmal verfügbar im Apple Online Store. Apple hat keine große Veranstaltung gemacht, keine Präsentation, sondern snap und es war veröffentlicht. Und ich will heute einmal im Joker Talk mich mit euch ein bisschen austauschen. Was ist euer Eindruck vom neuen MacBook Pro 16 Zoll? Und was ist mein Eindruck? Was sind so die großen Änderungen, die sich ergeben haben? Macht es Sinn zu upgraden oder macht es keinen Sinn? Werde ich upgraden oder nicht upgraden? So, diese Thematiken will ich heute im Joker Talk ganz entspannt mit euch mal durchgehen. Und das Erste, was man einmal sagen muss, ist, das MacBook Pro 16 Zoll wird das MacBook Pro 15 Zoll ersetzen. Das heißt, es wird nicht mehr die Möglichkeit geben, dann ein 15 Zoll zu bekommen, es sei denn, man nimmt ein refurbished Modell oder kauft es gebraucht. Es wird danach nur noch das 16 Zoll geben. Und die spannende Frage ist, wird es irgendwann keinen 13er mehr geben, sondern ein 14 Zoll Display für das MacBook Pro 13, was ja aktuell ist. Was den Preis angeht, da hat sich auch nichts getan. Das heißt, man bekommt zum gleichen Preis wirklich ein neues MacBook Pro mit sehr viel krassen Veränderungen, die wir gleich mal durchgehen werden. Das heißt, es geht bei 2699 Euro los. Was das Design angeht, da hat sich, sag ich mal, nicht so viel getan, bis auf natürlich dieses absolut beeindruckende Display. Hier seht ihr aber zum Beispiel, am linken Rand ist ein bisschen schmaler als der obere Rand. Also oben hat man quasi 25% dazu gewonnen und an den Seiten sind es 34%. Das heißt, man hat hier, um auch, sag ich mal, die Auflösung ähnlich zu halten im Vergleich zu den vorherigen Modellen, das Ganze entsprechend angepasst und ist jetzt bei 3072 zu 1920 Pixeln Auflösung. Was Helligkeit und Farbschema angeht und so weiter, das ist alles gleich geblieben. Da hat sich jetzt nicht groß was verändert. Und wir gehen hier mal ganz schnell durch und ich sage so ein bisschen ein paar Sachen dazu. 8 Terabyte SSD-Speicher kann man jetzt einbauen. 64 GB RAM, was auch auf jeden Fall super heftig ist. Beim letzten Modell gab es ja noch 32 GB Arbeitsspeicher, den man verbauen kann. Und Prozessoren mit bis zu 8 Kernen. Klar, die gab es vorher auch schon. Aber das ist hier ein neuer Prozessor, der verbaut ist. Das heißt, der wird noch mal mehr Geschwindigkeit haben, wie wir das auch gleich sehen werden. Hier seht ihr, dass die Helligkeit und der Farbraum im Prinzip gleich geblieben sind. Da ist nichts Neues dazugekommen. Um noch mal auf den Prozessor zurückzukommen, hier hat Apple es geschafft, weil das Problem ist ja immer, wenn sich das MacBook Pro erhitzt, weil man viel arbeitet, weil man rendert und so weiter, dass die Hitze aus dem Gerät rauskommen muss. Und hier hat Apple es wohl noch mal geschafft, das Ganze zu erhöhen. Das heißt, der Luftstrom ist schneller, 28% schneller kommt das Ganze aus dem Gerät heraus und hat einen größeren Kühlkörper. Um 35% konnte Apple das nach oben bringen und das ist wirklich beeindruckend. Das wird auf jeden Fall auch, was die Performance angeht, klar, das muss man ausprobieren, aber das wird auf jeden Fall deutlich mehr Performance bringen. Und natürlich auch eine krasse Grafikkarte mit bis zu 8 GB Videospeicher. Wenn wir das hier mal sehen, zum Beispiel für Computerspiele wie Fortnite beispielsweise, bekommt man hier entsprechend schnellere Geschwindigkeiten. Und dann kommen wir vielleicht zu dem größten Punkt, das ist die Tastatur. Also da gab es ja schon so viele Beschwerden drüber, Probleme mit. Also ich habe auch extrem viele Kunden, die permanent wieder die Tastatur austauschen mussten, weil die nicht funktioniert hat. Apple hat hier mit dem Butterfly-Mechanismus wirklich ein bisschen daneben gegriffen. Das war wahrscheinlich nicht der richtige Weg und das wurde jetzt angepasst. Jetzt gibt es eine neue Tastatur und diese Tastatur ist so ein bisschen, sage ich mal, was aus der alten Welt von früher und ein bisschen was aus der neuen Welt. Das heißt, früher gab es die sogenannte Scissor-Technologie. Darum geht es einfach, wie die Taste runtergedrückt wird, also wie der Mechanismus da drunter stattfindet. Und hier sehen wir das Ganze auch. Das heißt jetzt Magic Keyboard, Scherenmechanik mit einem Tastenhub von 1 mm. Das heißt, wenn man runterdrückt, das wird ein bisschen mehr sein als bei der aktuellen Butterfly-Tastatur, aber unter der Tastatur funktioniert das Ganze dann mit der Scherenmechanik und nicht mit der alten Butterfly-Mechanik. Was Apple bei der Tastatur auch noch gemacht hat, ist, dass eine extra Escape-Taste eingebaut wurde, eigentlich wirklich physische Escape-Taste. Das haben sich extrem viele gewünscht, auch viele, die im Programmierungsbereich arbeiten
und sie haben Touch ID bzw. den Sensor auch so hingepackt, dass der Benutzer den besser erkennen kann, dass der da ist. Das heißt, der ist abgetrennt von der Touchbar, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde, weil man einfach, ich habe das oft gesehen, wenn ich irgendwie dem Kunden gesagt habe, ja, hast du schon Touch ID eingerichtet, und die wussten dann nicht wirklich, wo sie es ablegen sollen, weil der natürlich sehr unscheinbar da oben rechts in der Ecke sitzt. So ist er wirklich als eigene Taste zu erkennen. Das ist auf jeden Fall eine kleine, aber feine und gute Weiterentwicklung. Auch was den Ton angeht, ist bei dem MacBook Pro natürlich einiges drin. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze klingt. 6 Lautsprechersystem, was schon sehr krass ist. Und auch das Mikro wurde angepasst. Das heißt, das Mikrofon, was verbaut ist, kann im Prinzip wie ein Mikrofon gesehen werden, was man per USB beispielsweise an sein MacBook Pro anhängt. Das heißt, es ist ein eigenes Mikrofon von der Qualität her vergleichbar mit so Standard-USB-Mikrofonen beispielsweise, die man an sein MacBook Pro anschließen kann. Ja, und dann ein ganz wichtiger Punkt, den Apple in diesem Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm hat, das ist nämlich die Batterielaufzeit. Die Batterielaufzeit wurde erhöht. Zur Größe vom MacBook Pro 16 Zoll will ich gleich auch noch was zu sagen, aber erstmal kann man sagen, wir haben hier jetzt bis zu 11 Stunden Batterielaufzeit und das Ganze mit 100 Watt. Ihr müsst bedenken, wenn ihr fliegt, ist das das Maximale, was man mitnehmen darf. Das heißt, ihr könnt noch mit dem MacBook Pro 16 Zoll euch auf den Weg machen. Wäre ja auch schade, wenn man damit nicht mehr fliegen kann. Aber es ist sozusagen maximal ausgereizt und Apple hat es geschafft, nochmal was draufzulegen, weil vorher waren es, glaube ich, 83,6 Watt in dem vorherigen Modell verbaut. Jetzt sind es 100 Watt. Das bringt eine Stunde mehr Laufzeit. Das muss man auch testen und ausprobieren. Im Moment ist das aber, wie gesagt, sind das die Daten, die Apple zur Verfügung gestellt hat. Und das macht das MacBook, da komme ich jetzt zu, auch natürlich ein bisschen schwerer. Hier seht ihr beispielsweise erstmal, was das Gewicht angeht, liegt das Ganze jetzt bei 2 Kilogramm, während der vorherige bei 1,83 lag. Ich finde sowieso generell ist das MacBook Pro 15 Zoll ein gefühlt schweres Modell, wenn man es dabei hat. Ich habe es zum Beispiel sehr oft mit dabei, wenn ich zum Kunden fahre. Und das merkt man schon, dass man da wirklich ein bisschen Gewicht dabei hat. Ob das jetzt den großen Unterschied macht von 1,83 zu 2, ich würde sagen wahrscheinlich nicht. Wenn wir jetzt nochmal die Abmessungen vergleichen, dann sehen wir hier, die Höhe ist 1,62 und bei dem vorherigen Modell ist es 1,55. Das heißt, auch hier ist es ein bisschen dicker geworden. Normalerweise macht Apple es immer so und sagt, es ist noch dünner geworden, es ist jetzt even thinner. Was die anderen Größen angeht, 34,93 ist die Breite, beim neuen 35,79. Auch hier hat sich ein bisschen, ganz bisschen was getan. Und die Tiefe liegt bei 24,59 zu 24,7. Also ganz bisschen größer geworden als das vorherige Modell. Das ist erstmal der Überblick über das neue MacBook Pro 16 Zoll. Was so die Hauptmerkmale sind, das heißt, wir haben hier das Display, was wirklich den Unterschied macht, wo man auf einmal ein größeres Display bekommt und was natürlich sehr viel eleganter aussieht. Wir haben dann entsprechend die neue Tastatur, Batterielaufzeit. Das sind, glaube ich, so die drei wirklich großen Veränderungen und natürlich, dass man den Arbeitsspeicher bzw. eine größere SSD einbauen kann, bis zu 8 Terabyte. Also es ist insgesamt ein super Paket, muss ich sagen. Für mich ist ein bisschen die Frage, so, das ist auch nur meine persönliche Meinung, jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich verstehe das inhaltlich total. Das macht auch völlig so Sinn, aber für mich von der Ästhetik her hat einfach ein bisschen, also stört mich einfach ein bisschen, dass es oben ein bisschen dicker ist als an den Seiten. Ich weiß nicht, beim iPad Pro kennt ihr das ja, da hat man wirklich durchgängig außenrum einen schwarzen kleinen Rand. Es sieht sehr, sehr, sehr elegant aus und sehr sauber. Mich persönlich stört das hier einfach nur von der Ästhetik her, vom Designstandpunkt, dass die Seiten ein bisschen schmaler sind als die oberen und unteren Ränder. Das ist aber auch nur mein persönlicher Eindruck und jammern auf hohem Niveau. Des Weiteren hat Apple zugehört und das ist, glaube ich, auch für die nachfolgenden MacBook Pro Modelle, die alle natürlich noch aktualisiert werden im Laufe der Zeit, ganz, ganz wichtig, nämlich die neue Tastatur. Ich hoffe hier, dass Apple wieder eine zuverlässige, stabile, funktionierende Tastatur an den Start gebracht hat. Das ist wirklich das Spannendste, finde ich, an diesem ganzen Thema, weil das MacBook Pro hat von der Qualität da wirklich sehr gelitten in den letzten Jahren. Und ich denke, wir erinnern uns alle noch an das 2015er Modell. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes MacBook Pro, hatte noch alle Anschlüsse, die sind jetzt natürlich weg. Aber es hatte auch eine vernünftige Tastatur. Und ich hoffe, mit diesem Modell
ist das Ganze wieder auf einem qualitativ hochwertigen Level, so wie wir es von Apple auch kennen. Es richtet sich natürlich an Pros, ja, es richtet sich an die Menschen, die wirklich Videoschnitt machen, die sehr, sehr viele Daten haben, ja, die einfach absolute Power brauchen, Bildbearbeitung, Videobearbeitung etc. Und da finde ich, macht das Ganze sehr, sehr viel Sinn. Auch, dass die Batterie entsprechend verbessert wurde. Apple hat dieses Jahr, glaube ich, Batterie richtig auf dem Schirm und bessert sowohl bei den iPhones beispielsweise als auch hier jetzt beim MacBook Pro das Ganze nach. Wenn ich jetzt gar kein MacBook Pro hätte, dann würde ich auf jeden Fall dieses Modell empfehlen. Wenn man jetzt die vorhergehende Version hat, ihr müsst immer bedenken, 16 Zoll ist nice, aber 15 zu 16 Zoll ist jetzt auch nicht die Welt. Es ist jetzt nicht krass, jetzt sind es 16 Zoll und davor waren es 15. Da fällt sicherlich die Tastatur mehr ins Gewicht. Also wer ein Problem mit der alten Tastatur hat, für den ist das sicherlich eine gute Option. Und natürlich auch eine preisintensive Option. Wenn man MacBook Pro 16 Zoll nimmt, dann wird man wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle aktualisieren. Mehr Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher, Grafikkarte vielleicht noch hochdrehen. Und dann ist man natürlich schon in Bereichen, sage ich mal, wenn ich das zusammenstelle, liege ich bei 4.500 bis 5.000 Euro für dieses Modell, was eine Menge Geld ist. Ich freue mich, wenn Apple jetzt das Ganze auf die anderen Modelle hoffentlich ausrollt, aufs 13er Modell. Das heißt, dass die neuen Tastaturen dort nach und nach reinkommen. Eine kleine Information haben wir jetzt schon mal bekommen. Der iMac Pro, der wird im Dezember vorgestellt. Das sagt zumindest Apple, dass er dort rauskommt und veröffentlicht wird und dann käuflich zu erwerben. Ist auch sehr, sehr gespannt, was der kosten wird. Das ist erstmal mein erster Eindruck. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr vom neuen MacBook Pro 16 Zoll haltet. Sagt ihr 16 Zoll, das ist euer Ding, das sieht cool aus, das ist für euch ein absoluter Grund zu upgraden. Oder ist es eher auch die Tastatur oder sagt ihr, hat mich nicht wirklich überzeugt, ist nicht wirklich das, was ich erwartet habe, zu wenig Veränderung oder so weiter, keine Ahnung. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare und dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen.